Jo Leute, jetzt ist der zweite Part von Nachts im Wald angekommen. Viel Spaß beim Anschauen. Ich bin, wie gesagt, auf dem Weg zum durch den Wald hier. Es ist Halloween. Ja. Versucht ihr mal, nachts in den Wald zu laufen und das im Dunkeln. Dann versteht ihr wahrscheinlich meine Furcht hier gerade. Es ist so morgens und so, es ist voll cool und entspannt. Wenn man da auch einfach was sieht hier, was jetzt gerade gar nicht der Fall ist. Man sieht einfach nichts und es ist auch einfach schwierig zu schauen, welche Leute da auf einen zukommen oder nicht. Deswegen schon creepy so, Leute, ne? Merkt euch das, es ist unheimlich. Digga! Oh, nee. Oh, ich dachte, da vorne läuft irgendjemand, aber nee, nee. Ist ja auch an sich nichts Schlimmes, wenn da vorne jemand laufen sollte oder so. Das Problem ist, man kennt nur die Leute hier nicht, nachts im Wald, und hat somit auch einfach kaum eine Chance. Es kann nämlich gut sein, dass man hier irgendeinen, was weiß ich, Mörder oder Dieb begegnet. Und darauf haben wir natürlich alle keine Lust, ist ja klar. Boah, Digga. Schon scary, scary. Ist auch ziemlich wackelig so, ne? Moment, hoch. Wieder verschwommen. Schon anstrengend, mit einer Hand Fahrrad zu fahren. Aber gut, ich mache jetzt hier auch kein Rennen. So, jetzt sind wir gleich da, wo ich kam. Also hier kam ich ja vorher rein und jetzt möchte jetzt von der einen Seite, da wo wir vorher waren, möchte ich jetzt auf die andere Seite der Straße und den Rest des Waldes bezwingen in der Nacht. Das heißt, ich muss jetzt hier kurz umdrehen. Es dauert nur wenige Sekunden, keine Sorge. Und weiter geht's. So, jetzt fahren wir wieder nach rechts. Also ich sag euch ganz ehrlich, man gewöhnt sich zwar an die Dunkelheit, ich sehe es zum Beispiel viel besser als vorher, wo ich in den Wald reinkam. Und ja. Das Gute ist, also ich kann zum Glück sagen, dass ich diesen Wald hier zwar kenne, ich kenne hier jeden einzelnen Weg, ne, so müsst ihr euch das vorstellen, ich kenne hier jeden einzelnen Weg, aber es ist trotzdem, ich sage euch ganz ehrlich, auch wenn man den Wald gut kennt und hier oft unterwegs ist und man ist, ach Mann, ich muss mich kurz am Auge kratzen, es juckt mich ein bisschen, ich sage euch ganz ehrlich, wo war ich jetzt? Genau, ja. Nee, ich weiß es jetzt wieder. Ach so, Zug. Oh Gott. Ey, das hat sich gerade voll creepy angehört. Ich weiß auch nicht, ob man das auf Kamera gehört hat. Ist mir auch egal. Leute, mir ist gerade ein bisschen unwohl. Ach ja, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Ich sage euch ganz ehrlich, das habe ich wahrscheinlich schon im ersten Part gesagt, dass
ich kenne zwar diesen Wald in- und auswendig, weil ich hier schon oft drinne war. Und ich kann mir euch auch gerne mal tagsüber den ganzen Wald zeigen. Es wird nur zeitlich ein bisschen schwierig. Es ist jetzt auch Herbst. Aber ich kann ihn euch mal irgendwann zeigen. Ich weiß noch nicht genau wann. Muss man nur gucken. Es ist auf jeden Fall so, dass ich mich wirklich... Also ich kenne zwar diesen Wald, ne? Aber wenn man den Wald auch kennt, ist es trotzdem im Wald nachts über total unheimlich irgendwie. Also nicht wegen Geistern, sondern einfach, weil man sich... Man sieht einfach nichts und das ist das Problem. Zum Beispiel sieht man jetzt nicht, wenn oh Digga. Uah! Da kommt, glaube ich, jemand. Ich muss hier irgendwie weg. Oh Digga, ich habe so Schiss gerade. Oh ne. Oh Digga, ich traue mich irgendwie gar nicht nach hinten zu gucken, was. Erstens, vielleicht falle ich auf die Schnauze. Und zweitens, ich habe auch keine Lust, mich hier zu erschrecken irgendwie. So, jetzt fahren wir hier geradeaus. Über die Straße. Und da fahren wir jetzt weiter. Und ich habe ehrlich gesagt wirklich Schiss davor gerade, ne? Boah, Junge. Digga, ich sag euch ganz ehrlich, ich kenne wirklich diesen Wald, aber es ist trotzdem creepy, da man hier einfach nichts sieht. Oh, Junge, mein Arm fällt gleich ab. Wow, aua, 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 aua. Es tut irgendwie schon weh, ein Handy zu halten irgendwie. Aber weiter geht's. Nano, ich will nicht ins Gras. Ich will hier geradeaus weiterfahren. Blöd. So, hier vorne kommen wir jetzt zu einer Kreuzung. Ich würde gerne geradeaus, aber... Nee, es geht nicht. Wir wollen ja noch ein bisschen länger hier in dem Wald bleiben, ne? Ja. Ich kann immer wieder zum Glück sagen, bin ich mit Fahrrad unterwegs. Und... Digga! Oh ne, wo ich dachte, vorne ist die Polizei. Nein, nein. Nein, alles gut, alles gut. Wie gesagt, es ist hier einfach stockfinster. Und man erkennt einfach nichts. So gut wie gar nichts einfach. Oh Junge. Ich hab echt Schiss gerade. So ultimativen Schiss, das glaubt ihr gar nicht. Aber wenigstens habe ich mir heute das passende Datum ausgesucht. Und zwar an Halloween. Es ist immer geil, wenn was Gruseliges da ist. Man soll auf jeden Fall auch immer dem Weg folgen. Ist auch besser so, da ich mit Fahrrad unterwegs bin. Jawohl. So, hier haben wir auf jeden Fall ein bisschen Licht. Hier haben wir auf jeden Fall auch ein bisschen Licht. Wir müssen nur... Ja, müssen jetzt nur hier schauen, wie ich da jetzt richtig wieder zurückkomme. Scheiße, habe ich mich jetzt... Nein, 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 ich doch nicht. Das ist auch so ein Ding. Man sieht es einfach nicht und man kann sich immer jederzeit verlaufen. Das ist auch blöd. Und ich kann sagen, niemand möchte sich verlaufen. Ich hoffe, ich finde jetzt die Brücke und fahre nicht ins Wasser. Hier ist nämlich auch ein Bach. Digga, meine Hand tut weh durchs Handy halten. So. Ah, Digga, ist schon wieder Schlamm. So. Jetzt geht's eigentlich richtig los mit dem Wald. Es war ja vorher nur so ein kleines bisschen. So. Boah, Junge. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nachher Hochformat mache, aber dann sieht man nicht so viel. Ich mach lieber so wieder Querformat.
Gut, 10 Minuten haben wir gleich voll. Zweiter Park, Part folgt jetzt. Dritter Park folgt jetzt dann.